Dynamo Dresden aus der dritten Liga bis hoch in die Champions League führen. Ist dieses Ziel überhaupt realistisch? Auf keinen Fall. Und genau deswegen machen wir es. Meine Damen und Herren, hier ist der neue Trainer. Da sind wir, Freunde, drinne in der Karriere. Das Ziel ist klar, wir wollen Dynamo aus der dritten Liga bis hoch in die Champions League führen. Das ist ein langer Weg, aber wir müssen ja erstmal in die zweite Liga, dann noch in die erste kommen, also zweimal aufsteigen, plus in der ersten Top-Perform, um überhaupt einen Champions League-Platz zu bekommen. Wie das funktioniert, wisst ihr, wir müssen es hier einfach jetzt nur umsetzen. Und da haben wir den klaren Willen, wir werden es umsetzen, wir werden das mal taktisch ein bisschen aufräumen im Verein, wir brauchen neue Transfers und vor allen Dingen brauchen wir Punkte, Punkte, Punkte. Wenn ich mir die Mannschaft so angucke, gibt es auf jeden Fall noch Potenzial. Ich werde auf jeden Fall Triaccia Stamm spielen lassen anstatt Broll. Ich werde auf jeden Fall in der Verteidigung was upgraden müssen. Ne? Ich sag mal, auf Linksverteidigerposition wird erstmal Park spielen. Kraulich und Lewald werde ich erstmal spielen lassen, wobei Bünding einen von beiden dann ablösen wird, ziemlich sicher. Und Kammerknecht will ich nicht auf rechts außen spielen lassen. Der hat halt einfach 59 Pace. Das brauche ich nicht unbedingt auf der rechts außen. Das ist ein bisschen sehr, sehr langsam. Ich sage, Melischenko kommt schon mal etwas besser an die Stats für den RV ran. Im Mittelfeld Will bleibt defensiv. Hauptmann bleibt. Hermann würde ich jetzt direkt mal tauschen mit einem Arslan. Und ich würde Zimmerschied rausstellen und für Zimmerschied würde ich Gueto erstmal spielen lassen. Ne? Ansonsten Lämmer bleibt und bei Kutschke bin ich mir nicht sicher, ob ich Kutschke oder Meissner Stamm spielen lasse. Und je nachdem, einen von beiden dann als zweite Wahl oder Borkowski. Da haben wir offensiv eigentlich ganz gute Reserven. Flachodimos wird mitkommen. Für Kammerknecht erstmal. Ich werde auch vieles wahrscheinlich verkaufen. Wir brauchen nämlich auch noch ein paar neue Transfers. So werde ich aber grundsätzlich erstmal reingehen. Jetzt können wir uns entscheiden, wo wir mitmachen möchten, bei welchem internationalen Wettbewerb. Ich würde einfach mal bei dem mitmachen, wo das Potenzial am größten ist, am meisten Geld zu bekommen. Das wären hier einfach mal Nemio und die könnten wir gut gebrauchen. Den einzigen Gegner, den ich hier wirklich kenne, ist Wiesbaden und Volendam, habe ich schon mal gehört. Der Rest ist komplett Neuland. Wir gehen einfach mal rein und geben unser Bestes hier. Wir haben vorm ersten Testspiel schon ein Transferangebot bekommen für Ehlers. Über 1,5 Millionen. Ich werde mal reingehen, noch ein bisschen was hochhandeln. Er ist ja 1,5 Millionen wert. 50.000 mehr reicht mir noch nicht, aber man kann immer verhandeln, weil ganz ehrlich, Ehlers wird hier bei mir, unter mir, keine große Zukunft haben. Ich rechne mit ihm einfach nicht. Ich gehe mal hier rein und probiere mal, ob wir ihn vielleicht für 1,8 Millionen verkaufen können. Das können wir nicht. Sie gehen hoch auf 1,6. Na, dann machen wir es ganz wie folgt. Wir gehen mal auf 1,75. Dann wäre ich auch schon absolut zufrieden. Und das machen sie auch. Und das ist easy money, ja. Ich meine, warum soll ich den Ehlers behalten? Ist ein cooler Typ. Aber wird mir spielerisch hier leider nichts bringen. Wird mir spielerisch absolut nichts bringen. Deswegen verkaufen wir ihn lieber. Und 1,75 Millionen, das ist viel Geld für uns. Erster Spieltag in dieser, ja, Testspielrunde. Ich finde diese Cups ganz cool. Man hat die Chance, Geld zu gewinnen. Und vor allen Dingen kann man mal testen, was geht nicht. Wir gehen rein in die Simulation. Und ich hoffe, die Jungs reißen das hier. Ich hoffe, die Jungs reißen das. Französischer Verein, wenn ich das richtig gesehen habe. Keine Ahnung. Ich kann hier gar keine Prognose geben. Ich hoffe einfach auf ein gutes Spiel von den Jungs da unten, dass die wissen, was es geht. Nemio und Port natürlich wäre schon mal echt wirklich viel wert. Meine Pläne sind ja definitiv. Sieht gut aus. Ja, nö, schon wieder. So, ja, die ist noch da. Und da machen sie es. Cueto, das 1:0. Let's go. So muss das sein, Freunde. Genau so muss das doch sein. Ich habe viel vor, wie gesagt. In der Verteidigung vielleicht nochmal einen neuen holen. Tor sind wir gut besetzt.
Mittelfeld ein, zwei neuen, offensiv vielleicht nochmal einen neuen. Also so 3 bis 4 Transfers habe ich mir jetzt erstmal vorgenommen. Jetzt nicht im High-Budget-Bereich. Ich will auch viel in junge Spieler gehen. Vielleicht so ein paar 19- und 20-Jährige. Sowas in die Richtung. Das können auch Leute sein, die noch gar nicht etabliert sind, die ich einfach hier auch mit hochziehen möchte, weil in der dritten Liga, sage ich mal, habe ich noch die Chance auf Experimente. Wenn ich dann mal, wenn ich es schaffe, in die erste Liga zu kommen, dann ist nicht mehr viel mit rum experimentieren. Versteht ihr, wie ich meine? Da hat man einfach die Leute, da muss man auf Qualität gehen. Hier kann ich noch gehen auf, jo, du kannst Fußball spielen. Wir probieren es einfach mal. Vielleicht entwickelst du dich gut, vielleicht auch nicht, aber in der ersten Liga sind solche Experimente halt eben eigentlich in der Regel nicht mehr drin. Wir sind jetzt hier kurz vor der Pause. Die erste Halbzeit ist fast rum. Wir führen noch mit einem 1-0. Ich finde das Spiel ganz solide. Was kriegen sie noch hin? Oh, fast noch das 2-0. Das wäre natürlich vor der Pause saftig. Aber wir gehen mit einem 1-0 in die Pause, mit dem ich sehr zufrieden bin. Wir gehen direkt rein in die zweite Halbzeit. Und also ich muss sagen, bis jetzt, ich kann mich nicht beschweren. 1-0 ist nichts, worüber man sich jetzt hier großartig auslassen kann, auf was man sich hier wirklich irgendwie ausruhen kann. Aber es ist schon mal eine sehr, sehr, sehr gute Ausgangsposition. Und man merkt, dass es in die richtige Richtung geht. Und ja, schade, es war eine Abseits. Vielleicht ist noch ein 2-0 drin, gerade auch für die Tordifferenz, für die Punkte. Ich weiß gar nicht, ob es in diesem Cup auch auf Tordifferenz ankommt, wenn ich ehrlich bin. Es waren ja, glaube ich, nur so 8 Teams waren dabei. Ist ja jetzt keine eigene Liga irgendwie oder damit zu vergleichen. Und da kriegt man es 1-1 rein durch Barry. Den muss ich gleich auf die Transferliste setzen. Nein, Spaß. Aber ja, schade. Schade. Ich würde mal jemand Neues reinholen tatsächlich. Wir können jetzt ein bisschen ausprobieren. Ich würde Pokowski für Cueto reinbringen. Bünning mal für Kraulich. Und wir packen Meissner mal im Sturm. Und dann sollte das eigentlich passen. Soweit lassen wir das mal. Mal schauen, ob einer von den Transfers vielleicht noch was Positives bringt. Und die sind direkt vom Tor. Naja, es ist ja den hier Tor. Komplett lost gerade. Ich dachte gerade, die sind so easy von meinem Tor, die laufen durch. Nee, das war natürlich das eigene Tor. Kommt, Jungs, bitte. Wir haben noch ein paar Minuten. Der erste Sieg, die ersten Punkte wären hier so wichtig, auch fürs Selbstvertrauen. Ihr habt schon ein Tor hinbekommen, das kriegt er auch nochmal hin. Das ist kein Ding, come on. Ja, boah. Da war der Passweg gerade super. Aber ihr macht auch super Passwege jetzt. Super. Nein. Ah, da ist man schon mal im Strafraum. Und dann ist sowas ärgerlich. Komm, ein Ballverlust vom Gegner ausnutzen und wir sind durch. Super, das meinte ich mit aus. Ja, genau, das meinte ich. Come on. Come on, jetzt nicht den Ball verlieren. Ah, Schiri pfeift ab. Schade. Aber wir gehen mit dem Unentschieden raus. Ist okay, ist okay. Wir haben jetzt hier noch ein Transferangebot für Kutschke bekommen. Nicht mal ganz eine halbe Mio. Und ich muss ehrlich sagen, ich werde ihn behalten, weil das so mein Mann ist für Kopfbälle und so weiter. Also für die Flanken, das ist so ein richtiger Flankenfänger. Ich werde ihn erstmal behalten. Auf die 400.000 bin ich jetzt nicht so angewiesen. Ich sage, ich verkaufe ihn sofort. Ich behalte ihn, Freunde. Zweiter Spieltag. Wir gehen direkt rein. Und ich hoffe jetzt doch mal auf den Sieg. Die anderen Teams, die haben alle ja mit Sieg und Niederlage gespielt. Also wir waren die einzigen an dem ersten Spieltag, wo es ein Unentschieden gab. Deswegen würde ich uns mal als relativen Mittelfeldler jetzt bezeichnen, den wir ja gerade sind. Und ich hoffe einfach, dass wir an die Leistung anknüpfen können. Gerade sind wir ein bisschen in Bedrängnis. Gerade sind wir eher so die aufpassen müssen, kein Tor gefangen zu bekommen. Aber das ändert sich gerade ganz schnell. Ja, gut. Nach vorne, super, jetzt wird es wieder ein bisschen brenzlig, aber irgendeine Idee ist doch dabei. Ja, der kam gefährlich zentral, aber kein Platz für den Abschluss leider. Und wir bleiben am Ball, es ist sehr bissig gerade, gefällt mir aber. Kein Ballverlust bei so enger Ballführung und da geht er knapp daneben, das wäre so verdient. Das wäre jetzt einfach wirklich sowas von verdient, aber leider hier in der Situation kein Tor, aber wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Ah, schade. Da war der Tor noch dran. Junge. Zwei so gute
Torchancen noch nicht verwandelt. Da muss doch jetzt bald mal die Erlösung kommen. Da ist sie, die Flanke. Oh! Hätte Kutschke den reingemacht, der wäre genau das bestätigt, was ich vorhin gesagt habe. Aber Kutschke ist schon verdammt stark. Also ich würde sagen, Kopfbälle sind neben der Mentalität und der Erfahrung, die er hat, eigentlich so das Wertvollste, was der jetzt hier bei uns im Konstrukt, im Verein mitbringt. Wir gehen rein in die Pause mit einem 0-0 leider noch. Ich hoffe, es fällt noch ein Tor. Am besten auch für uns. Das wäre wirklich sehr gut. Wenn ich mir so angucke, 0 Schüsse, 0 Chancen für die Gegner. Wir haben schon 5 Schüsse und davon 2 gute Chancen. Und natürlich haben die einen Schuss und machen direkt das Tor. Das gibt's doch nicht. Das darf nicht passieren. Ein Schuss und ein Tor. Wir haben 5 Schüsse, 0 Tore. Das ist halt, das Ergebnis spiegelt leider dem wieder, was wir gerade spielen. Kaum Chancenverwertung. Kutschke hier mit einem steilen Pass. Aber hat leider keinen Abnehmer gefunden in der Situation. Sehr, sehr, sehr schade hier. Wir dürfen uns noch nicht noch ein Tor fangen. Wenn wir uns noch ein Tor fangen, dann sind wir definitiv raus aus dem Spiel. Und wir fangen uns noch ein Tor. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt noch ein 2-0 hier einholen können in den letzten Minuten. Wir müssen definitiv was auswechseln. Definitiv, jetzt kommt Meissner rein, jetzt kommt wieder Borkowski rein. Und Bünning für die IV, für Graulich diesmal. Und auch Hermann darf jetzt ran für Hauptmann, der schon ziemlich runter ist. Das ist jetzt ganz schwierig. 2 Tore aufholen, ich weiß ja nicht. Das ist eine Aufgabe, eine ganz schöne sogar. Aber ich glaube trotzdem noch irgendwie dran, dass sie es schaffen können, wenn sie sich jetzt zusammenreißen da unten, ne? Und die Chance mal angemessen verwerten. Platz ist. Und da ist der Ballverlust. Und das ist es, was dann die Dinger so kaputt macht. Der Gegner, sie haben schon 2 Schüsse und 2 Tore. Wir sind immer noch bei 5 Schüssen und 0 Toren. Das ist so dieser Unterschied, der gerade das Spiel extrem ausmacht. Dass wir die Chancen einfach nicht verwertet bekommen. Klasse Chance jetzt. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Gleich Tor. Noch 2-1 zur Ergebniskorrektur. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Es wäre schön. Es wäre halt auch verdient, wenigstens ein Tor in so einer Partie. Wo wir doch viele Chancen haben. So, damit ist diese da Partie ist beendet. Das ist leider das Spielende. Wir trennen uns hier mit einem 2-0. Das ist sehr ärgerlich. Und das nächste Transferangebot ist rein, und zwar von Meier. Düsseldorf, sie wollen ihn kaufen für 1.250.000. Ich gehe mal rein in die Verhandlungen, weil ich denke, dass es ein Spieler ist, den ich ersetzt bekomme ohne große Probleme. Aber natürlich für mehr. Also er ist 1,2 Millionen wert. Unter 1,5 gebe ich ihn nicht ab. Wir gehen mal mit 1,6 rein. Okay, sie gehen auf 1,25 und 4% Weiterverkaufsgebühren. Also 1,5 Millionen will ich schon haben für den Mann. Also er ist ja nicht so ein Bad Player. Also 1,45. Die werden wahrscheinlich abbrechen, denke ich mal. Langsam kann ich mir vorstellen, aber ich verschenke ja auch nichts. Ja, dann tut's mir leid. Man muss natürlich auch zahlen, ne? Tabelle sieht gar nicht gut aus. Wir sind gerade auf den letzten Platz, haben aber allerdings gleich viele Punkte wie Rhodes und Wiesbaden. Das heißt, mit einem Win, und wenn die anderen beiden verlieren, könnten wir uns auf Platz 6 hochstraffen. Das heißt, wir müssen jetzt alles geben. Damit gehen wir rein gegen Rhodes. Und Jungs, jetzt sind 3 Punkte eigentlich entscheidend. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann sind wir, glaube ich, wirklich endgültig raus. Also hier reicht jetzt auch kein Unentschieden, und dann machen wir es direkt, Kutschke in der 5. Minute. Let's go. Wichtig, aber auch notwendig, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen einfach jetzt gewinnen. Wir müssen jetzt gewinnen. Sonst sind wir endgültig raus aus diesem Wettbewerb. Und die Jungs machen das bis hierhin wirklich gut. Oh, da war zu viel Bedrängnis. Aber die Jungs machen es echt gut. Ich kann mich bis hierhin nicht beklagen. Wir werden sehr gepresst da. Aber wir finden die Wege irgendwie trotzdem. Hier haben wir ihn gerade verloren tatsächlich. Wieder ein 1-0. Gleiches Spiel wie im ersten Spiel.
kein Ergebnis, auf dem man sich ausruhen sollte oder mit dem man sich irgendwie sicher sein sollte, weil das war jetzt auch verdammt knapp gerade. Kutschke auf die Außen. Die Außen kommen. Ja. Die kommen mit Speed. Das müsste Cueto sein, wenn ich nicht ganz falsch liege. Die kommen jetzt die Zentralbringung. Schade. Aber ich denke mal, ich denke tatsächlich, so ein 3-1 wird zum Ende, schätze ich es einfach mal so vom Spielverlauf, was ich bis jetzt sehe, wenn das so weitergeht. Die scharfen Dinger, die aber leider selten Abnehmer finden, was eigentlich schade ist, weil das wären meistens wahrscheinlich Volleys, die wirklich mit Wumms kommen würden. Und da ist die Defense perfekt. Kutschke. Findet keinen Abnehmer, der Pass. Damit gehen wir erstmal in die Pause und ich würde jetzt direkt in die Pause mal eingreifen. Wir holen Kraulich wieder raus für Bünning. Das Mittelfeld, Hauptmann darf sich jetzt eine Pause gönnen, der ist wirklich komplett runter. Burkowski kommt mal für Kutschke rein. So würde ich jetzt mal gehen. Mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt damit weitermachen. Wir gehen jetzt erstmal rein. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. In die zweite Halbzeit. Die hoffentlich genauso läuft, zumindest tore-technisch, wie die erste. Ja, wir kriegen erstmal einen Freistoß rein. Und den hat Rijatscha, wichtig. Nichts wäre bitterer, als jetzt nochmal ein 1-1 eingedrückt zu bekommen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, auch mit dem Ausgleich sind wir, mit dem Unterschied sind wir draußen. Sind wir draußen. Kämpfe! Oh. Come on. Die Ecke, bitte. Schade. Wir sind noch gut dran. Der Ball ist noch heiß. Oh, und schon, was ist das für ein Torhüter bei denen? Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Aber noch sind wir beim 1-0. Noch sind wir beim 1-0. Und jetzt sind wir durch. Das muss es doch werden. Das ist es. Paul Will. Keiner hat sich verdient wie er. Sehr cool in der 70. Ne? Also ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Okay, gelbe Karte, Paul Will. Jetzt kannst du kurz aufhören damit. Nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn wir jetzt so weiterspielen, wir sind jetzt in der 70. Ne, werden wir das gewinnen. Also wenn wir jetzt noch in den letzten, wirklich in den letzten 20 Minuten noch zwei Tore reinbekommen, das würde absolut nicht das Spiel widerspiegeln. Und das werden wir auch nicht. Und zu Null wäre natürlich am schönsten. Das wäre mal wieder so ein kleiner Motivationsschub. Okay, zu Null ist es nicht. Und jetzt ist es zum Beispiel wieder eng. Jetzt sind es halt nur noch 10 Minuten, in denen wir zittern müssen, dass wir doch nicht noch ein Tor gefangen bekommen. Weil dann hätten wir uns, würden wir uns selber das ganze Spiel, die ganze Arbeit, das ganze kaputt machen. Aber wir sind durch. Und dann machen wir es. 3-1 Burkowski und damit würde ich sagen, das ist jetzt der Befreiungsschlag. Das ist jetzt der Endstand. Wir gehen, also, was ist Endstand? Vielleicht passiert noch ein Tor. Aber das ist jetzt der Endstand insofern, dass wir die drei Punkte, dass wir den Sieg hier mitnehmen, weil jetzt passiert wirklich nichts mehr. 2 Minuten Nachspielzeit, die jetzt auch nichts Weltbewegendes verändern werden. Der letzte Schuss ging zum Glück nochmal daneben. Wir gehen raus mit dem 3-1. Habe ich nicht noch gesagt, ich glaube 3-1. Ich glaube, das habe ich vorhin gesagt am Anfang irgendwie. Die anderen Begegnungen 0-0 und 0-1. Okay, ich denke mal, wir sind noch drin im Wettbewerb. Nee, wir sind tatsächlich ausgeschieden. Perfekt. Aber kein Problem. Das heißt, wir können jetzt mit dem wirklich Interessanten anfangen. Und zwar mit der Liga. Ich will in der Liga nicht jedes Spiel spielen. Wir werden hier viel simulieren. Das erste Spiel ist gegen Ulm. Auswärts. Vorher müssen wir natürlich noch den einen oder anderen Transfer tätigen, die Taktiken ordentlich einstellen, dann gehen wir direkt rein. Das dann in Folge 2. Heute war der erste Part. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, droppt ihn nach oben. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns hoffentlich bald zu Part 2. Haut rein, abonniert den Gesicht, denn das tut weh.